Hallo Freunde des technischen Versuchsaufbaus. Heute habe ich mal wieder eine interessante Fragestellung, und zwar aus dem Discord-Chat. Der Habit21 hat mich gefragt, wie ist das eigentlich mit deinen China-Wechselrichtern? Das Piepen mag ich entschuldigen, das ist der Feuermelder, da ist wahrscheinlich die Batterie leer oder was. Der Brandrauchmelder, so heißt es korrekt. Das piept hin und wieder mal, aber lasst euch deswegen nicht stören. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe schon versucht, die Batterie auszubauen, aber dann wird es noch schlimmer. Es scheint irgendwie so ein Kondensator zu sein, der die Bümmel mit dem Reststrom versorgt. Also egal. Ich wollte jetzt wissen, wie ist das mit den Wechselrichtern? Da die ja diese Abschaltfunktion angeblich nicht haben. Viele sagen ja, das ist nicht nach VDE und die würden nicht abschalten, wenn man es aus der Steckdose zieht und. Und zu diesem Thema wollte ich heute mal ein Video machen. Am Ende kommt auch noch eine andere Fragestellung, und zwar wie viel mein WeWor-Wechselrichter im Standby-Betrieb an Eigenleistung verbraucht. Das war auch noch eine Frage aus dem Discord-Chat. Also ihr seht, die Fragen werden von mir beantwortet. Es dauert manchmal nur ein bisschen länger. Also, da ich ja momentan wirklich sehr ausgelastet bin mit allen möglichen Sachen. Also, wir schauen jetzt erstmal nach der Spannung hier in der Steckdose. Nein. 234,8. Also, das ist relativ in dem Bereich 7, 8, 9, so, ne? Ja, würde ich sagen, das ist der Messwert. Also, 200, sagen wir mal 235. Ja, schätzen wir mal so grob, 235 Volt ist auf der Steckdose. Und die Fragestellung war jetzt halt vom Habit21 im Discord-Chat, wenn ich jetzt die beiden Wechselrichter, weil ich habe ja zwei parallel, sage ich mal, auf einer Phase liegen, wenn ich jetzt den Stecker ziehe, ob dann der Strom weiter fließt, weil der eine Wechselrichter erkennt ja die Spannung von dem anderen Wechselrichter. Und somit müssten die sich ja gegenseitig die Sinuswelle vorgaukeln. So war seine Vermutung. Natürlich gab es direkt im Discord-Chat auch schon die Gegenstimmen, dass das so nicht funktioniert. Da sollte man sich erstmal schlau machen, wie so ein Wechselrichter funktioniert. Dann habe ich versucht, mich schlau zu machen, wie so ein Wechselrichter eigentlich funktioniert. Dann habe ich natürlich in verschiedenen Foren geschaut. Aber wie das nun mal so ist in Foren, wenn man sich schlau machen will, da gibt es dann immer die Schlaumeier, die sagen, oh, erste Ausbildungsjahr, du hast ja aber, wenn du davon keine Ahnung hast, dann solltest du die Finger von Strom lassen. Halt diese Hater-Kommentare, die bei mir auch kommen. Statt eine konstruktive Antwort zu geben, nein, erstmal runter machen, so schlecht reden, dumm reden und Unterstellungen, was sich halt alles dazugehört von diesen Elektrikern oftmals. Ne? Die sagen dann gleich mal, oh nein, Finger weg, du hast keine Ahnung, Lebensgefahr etc. Also statt eine konstruktive Antwort oder eine schlaue Antwort zu geben, machen sie einen eigentlich immer fertig, und deswegen ja, ist es in diesen Foren auch nicht immer leicht, an Informationen zu kommen. Das ist natürlich gewollt, weil die wollen ja ihr Milieu nicht preisgeben, sage ich mal. Ne? Die wollen ja immer Geld verdienen, und daher geben sie natürlich keine plausiblen Antworten, dass auch jeder Laie das versteht. Sonst könnte es ja jeder. So, und dann verdienen sie natürlich nicht mehr Geld. Und deswegen gibt es mich. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und habe herausgefunden, dass das halt an diesem Kirchhoffschen Gesetz liegt oder so. Also erklären kann ich es euch auch nicht so genau. Aber dieser Wechselrichter, der spannt immer ein bisschen höher, als das Hausnetz ist, so wie ich das verstanden habe, damit er überhaupt damit die Leistung nicht im Wechselrichter als Hitze verbrennt, sondern dass die Spannung wirklich ins Hausnetz gelangt. So ungefähr. Das ist so dieses erste Gesetz, da gibt es zweite Gesetz, dritte Gesetz, Schleife, Knoten etc. Das sind alles Dinge, böhmische Dörfer für uns. Müssen wir aber auch nicht wissen, wir wollen nur wissen, wie es funktioniert. Ne? Also beziehungsweise, dass es funktioniert, wollen wir. So, aber jetzt erstmal der Versuch. Also ihr seht, 234 Volt, ich ziehe jetzt mal das Dinggerät ab. Und die Frage ist ja, wird das Ding jetzt weiterlaufen? Ne? Also dazu muss ich einen Verbraucher anschließen, das mache ich jetzt auch direkt mal. Der Hund geht schon in Sicherheit, der kennt sich aus. So, der Verbraucher ist dran. Wobei, das ist natürlich jetzt nicht so der große Verbraucher, die kleine LED. Also schließe ich auch noch ein Ladegerät an. Ich hoffe, das passt jetzt noch rein.
Nee. Na, dann schließe ich nur das Ladegerät an. So, dann kann ich die Bohrmaschine noch beladen. Und hier habe ich noch ein zweites Ladegerät. Dann schließe ich das nochmal mit an. So, dann belädt der auch, hoffe ich. Da, belädt hier, kann man sehen, so die LEDs leuchten. So, und habe ich jetzt noch genug Platz für diesen Stecker? Das ist die nächste Frage. Also 74 Watt werden jetzt geliefert von meinem Kraftwerk draußen. Es ist auch sehr bedeckter Himmel heute, 6 Grad nur. Ist nicht mehr, das schöne Sommerwetter ist definitiv vorbei. Und jetzt ziehe ich den einfach mal raus. Und dann kann ich hier auf diesem Messgerät auch sehen, ob da noch was ist. Ich hole euch mal näher ran. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich ziehe jetzt raus. Und der Hebbelt meinte, das müsste dann auf jeden Fall weiterlaufen, weil ja zwei Wechselrichter auf einer Phase sind. Die gaukeln sich dann gegenseitig diese Sinuswelle vor. Das werde ich jetzt überprüfen. Zack. Null. Ich habe wirklich in dem Moment, wo ich es rausgezogen habe, das sind Millisekunden, ging das Ding auf Null. Also die schalten ab. Ganz klar. Das wurde auch im Discord-Chat schon ausreichend besprochen. Da meinte er, ja, wenn man das so testet, dann ist klar. Aber man sollte es mit dem Verbraucher testen. So, jetzt fängt es gleich wieder an. Ich habe es jetzt halt hier in den Dreifachstecker gesteckt. Also der Versuchsaufbau ist jetzt so. Vorher war es halt einfach in dieser Steckdose. Und jetzt ist es halt über diese Steckdose rein in den Mehrfachstecker. Und jetzt fängt er auch schon wieder an einzuspeisen. 68 Watt sind wir jetzt. Und ja, wie viel jetzt die Bohrmaschine zieht, weiß ich nicht. Aber man kann das vielleicht sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man es sehen kann. Das sind halt jetzt 69 Watt, die eingespeist werden. Und ja, jetzt ziehe ich das mal so raus. So könnte man das sehen, ne? Ihr seht jetzt den Stecker hier im Hintergrund. Den hier, den ziehe ich jetzt mal raus. Und jetzt ist ja ein Verbraucher dran. Aber ich denke mal, sobald ich den Stecker aus dem Netz ziehe, also schalten die Wechselrichter auch sofort wieder ab. Ne? Das ist halt ja der VDE-Norm, VDE-N50, bla bla bla, irgendwas geschuldet. Ne? Und das ist ja auch eine Sicherheitsabschaltung. Das muss so sein. Auch wenn zwei, drei Wechselrichter in der gleichen Phase hängen, das muss halt funktionieren. Und das ist zwar nicht mit dem Datenblatt, ja, versichert worden, also ich habe kein, ja, ich habe schon ein Datenblatt, aber nicht mit dieser VDE-Norm und so, das sparen sich die Chinesen, deswegen können die auch so einen günstigen Preis machen. So, jetzt ziehe ich mal raus, wir sind jetzt bei 80 Watt und zack, null. Ne? Also da ist wirklich, es wird sofort abgestellt, da kommt jetzt, fließt jetzt kein Strom mehr, ja, also das ist auf jeden Fall auch da, so, jetzt kommt wieder Strom und jetzt synchronisieren sich die Wechselrichter wieder und jetzt geht es auch prompt wieder los mit der Einspeisung. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber wir sind jetzt bei 43, 89, 95 Watt. Das geht auch richtig relativ schnell dann wieder hoch. Also das Ganze ist im Mikrosekundenbereich, ne, oder Hundertstelsekundenbereich. Das geht wirklich sehr schnell. Oh, jetzt steigt sogar über 130 Watt, also die Sonne kommt gerade mal ein bisschen raus. Jetzt 160 Watt hatten wir gerade Peak. Ja, ist doch schön. Also es wird auf jeden Fall eingespeist, aber wie gesagt, die haben halt so eine Abschaltfunktion und die ist auch sicherheitsrelevant. Insofern, diese Billigwechselrichter aus China sind nicht schlechter oder was, die sind halt wirklich nur preisgünstiger. Je nachdem, ich habe es jetzt, glaube ich, seit November letzten Jahres, Oktober, November, ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich den ersten gekauft habe. Oh, 200 Watt jetzt. Mal gucken, wie lange die Dinger halten. Aber bis jetzt, jetzt haben wir April, sind ja schon 4 Monate, und ja, 8 Monate. Also 8 Monate läuft er jetzt. Natürlich noch nicht unter Hochlast, die Saison fängt ja jetzt erst an. Und in meiner neuen Bude muss ich auch schauen, wie ich die angeschlossen bekomme. Aber ihr seht auf jeden Fall, die laufen jetzt bei mir 8 Monate durchgängig und die sind noch nicht kaputt gegangen. Das ist auch keine minderwertige Qualität oder was. Das funktioniert schon und
alle sicherheitsrelevanten Normen haben die Teile auch. Da muss man nicht den teuren Victron oder Marktführer kaufen. Das geht auch mit den günstigen. Ne? Und dafür kennt ihr mich ja, da bin ich der Typ für. Ich mache halt wirklich gerne immer das Günstige. So, jetzt nochmal für den Habit persönlich. Ups, oh hier, ich wackel jetzt mal schön am Bild für dich. Nein, das war nicht so geplant. So, ich wollte es jetzt nur mal zeigen, dass du wirklich hier siehst, ne? 250 Watt jetzt. Oh, da tut es mir fast leid, das Ding aus der Dose zu ziehen. Also 230 Watt, ich ziehe raus und zack. Ne? Trotz Verbraucher geht sofort aus. Also die Theorie ist, ich habe mich das auch schon mal gefragt, könnte dadurch die Sicherheitseinrichtung überlistet werden, wenn man zwei solcher Wechselrichter anschließt, aber ist halt nicht so. Ne? Die müssen wirklich halt die 50 Hertz vom Stromanbieter sehen und dann geht's los. Ne? So funktionieren die halt einfach. Und ich finde, die funktionieren wirklich sehr gut. Ja, kann ich nichts gegen sagen. Also alle sicherheitsrelevanten Merkmale sind dabei. Das ist Quatsch. Lasst euch keine Horrormärchen erzählen von wegen die Chinesen. Die achten da nicht auf sowas. Die geben zwar immer mal 1000 Watt an, auch wenn es nur 500 Watt liefert. Aber in solchen Sachen, da sind sie schon konform. Also auch wenn es kein Datenblatt gibt, kein CE oder China Export heißt ja bei denen das CE-Zeichen. Trotzdem sind die Geräte halt in solchen Sachen, ja, ich sag mal, relativ sicher. So, jetzt haben wir sogar über 300 Watt, also ist schon richtig, richtig spitze, was hier kommt. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Okay, jetzt habe ich mir erstmal im Mund genug fusselig geredet. Jetzt mache ich noch den Test mit dem Wevor. So, hier auf der Terrasse ist mal wieder ein riesen Lärm. Nebenan bauen sie vorne die Straße. Ist leider nicht so schön ruhig wie in meinem Garten, aber irgendwie auch total cool, weil ich jetzt so einen ruhigen Garten habe. Also, jetzt checken wir mal den Wevor Wechselrichter, das ist der hier. Ich habe euch jetzt mal ungefähr auf die Höhe von diesen Kabeln eingestellt. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gewackelt. Ich bin auf DC860, nulle den jetzt mal und dann seht ihr DC0000. So, theoretisch müsste er jetzt gar nichts verbrauchen, weil er ist nicht an und dem ist auch so. Ne? Jetzt stelle ich den mal auf an. Ich weiß nicht, kann man es sehen? So kann man es sehen, genau. Also hier 0000, jetzt die 1, aber das ist ja, das ist halt bedingt, weil ja, das schwankt halt ab und zu mal. Das ist aber im 0,0 Bereich, also das ist wirklich kaum wichtig, ne? So, jetzt wieder auf 0, das ist das Erdmagnetfeld, sage ich immer. Keine Ahnung, das verfälscht halt die Daten ein bisschen. So, jetzt stelle ich den mal an. Und da seht ihr, geht er direkt hoch auf 1,53 Ampere. So hoch ist der Eigenverbrauch im Standby. Ich habe jetzt wirklich nichts angeschlossen, obwohl doch, ich habe hier eine Steckdose dran, den ziehe ich mal raus. Jetzt ist wirklich nichts mehr dran. 1,38. So. So hoch ist der Eigenverbrauch beim Wevor Spannungswandler 2500 Watt. Peak Ausgangsspitzenleistung 5000, Ausgangsdauerleistung 2500. Jetzt habe ich hier noch, ich bin ja einer der Pioniere, ich habe leider damals noch nicht diese ferngesteuerte USB-Fernbedienung dazu bekommen. Ich habe hier noch so eine Art Walkie-Talkie. Und jetzt mache ich mal hier auf A. Und jetzt habe ich so ein kleines Klicken gehört. Jetzt ist die Steckdose A, also eine von zweien, ist ausgegangen. Und wenn ich jetzt die zweite auch noch ausstelle, dann sind beide aus. Aber der Verbrauch sinkt nicht. Es könnte allerdings auch sein, dass das A an ist und B aus oder so. Ja, das scheint mir sogar eher so zu sein. Ja, A ist an, B ist aus. So sieht es nämlich aus. Wenn ich jetzt A zweimal drücke zum Beispiel, dann... Oder B zweimal drücke, es klickt dann nicht mehr. Ne? Also A ist an oder aus, je nachdem. Ich denke mal an, weil die Spannung, die Leistung etwas ansteigt. Wenn ich B drücke, fällt sie etwas ab. Aber das ist halt wirklich im 0,05... Ampere. Ne, das ist halt die Steckdosen ausschalten mit diesem A und B vorne halt. Ne? Also ihr seht, 1,3 Ampere Eigenverbrauch ist sehr hoch. Also das ist wirklich der Manko, das Manko an diesem Wechselrichter, würde ich auch behaupten.
Das ist schon relativ viel, 12 Watt so. Die muss man vielleicht bei einer kleinen Anlage auch erstmal reinkriegen. Allerdings, wenn man sich so einen krassen Wechselrichter holt, dann nehme ich an, hat man auch eine vernünftige, ja, Leistung auf dem Dach liegen und auch eine vernünftige Powerbank. Denn sonst braucht man ja nicht so einen großen Wechselrichter. Dann reicht auch ein 300 Watt Wechselrichter, wenn man nur weniger Verbrauch hat oder halt Leistung braucht. Gut, das habe ich jetzt auch beantwortet. Das waren halt die zwei wichtigsten Fragen aus dem Discord-Chat. Ich hoffe, auch allen anderen YouTubern habe ich damit ein bisschen geholfen. Denn ihr wisst ja, probieren macht schlau oder ausprobieren geht über studieren. Insofern, ja, bei mir ist nichts mit Studium, Doktortitel, Professor oder sonst was. Bei mir ist wirklich alles laienhaft. Ich versuche es auch laienhaft zu erklären, dass sie wirklich jeder Laie das auch versteht. Ich muss da nicht das Kirchhoffsche Gesetz und das weiß nicht alles zitieren. Ich versuche mir das mit eigenen Worten beizubringen und ich sag mal, Strom ist gefährlich auf jeden Fall. Wer sich da nicht rantraut, soll es lieber lassen, aber wer so ein Bastler und Tüftler und neugierig, wissensbegierig ist wie ich, der hat damit eine Menge Spaß und diese Solarkiste, die macht wirklich süchtig. Also ich werde die ganzen Komponenten auf jeden Fall demnächst in meinem neuen Garten aufbauen und freue mich schon riesig drauf, die ganzen Komponenten dann nochmal neu anzuordnen und diesmal auch nicht mit diesem, ja, hier ganzen Kabelgewirr, sondern wirklich auch alles. Ich sag mal, ich habe mir schon geahnt, dass das in dieser Wohnung nicht so wirklich lange funktioniert und daher ist alles nur provisorisch aufgebaut. Aber in der nächsten Wohnung, da bin ich mir sicher, werden wir lange wohnen bleiben und da werde ich es natürlich auch, ja, ich sag mal, dauerhaft und professioneller verbauen als jetzt. So, jetzt nochmal kurz zu den Wechselrichtern. Also ihr seht die hier, ich habe die hier beide an eine Steckdose angeschlossen. Ne? Wenn ich jetzt das Hausnetz abmache, dann kommt hier kein Strom mehr in die Steckdose und dann werden die beiden Wechselrichter natürlich abstellen, weil die brauchen, wie gesagt, die Spannung vom Hausnetz, um einzuspeisen. Und ihr seht auch hier den MPPT-Modus, deswegen blinkt das hier immer so, ne? Ja, also das ist halt, die Spannung von den Solarpanelen wechselt halt stetig, weil es ja gerade auch sehr bewölkt ist. Und daher blinkt auch der untere, der war eigentlich sonst immer ein bisschen ruhiger, wenn die Sonne wirklich konstant eine konstante Spannung bringt, dann blinkt der durchgängig blau. Und auch der andere, die sind halt ein bisschen am Rotieren, weil die halt immer den optimalen PowerPoint raussuchen müssen. So. Also die arbeiten sehr gut, muss ich sagen. Und die Abschaltfunktionen, habt ihr gesehen, sind gewährleistet. Ja, hier ist der Pulser dran. Viel gibt es auch nicht zu der Anlage jetzt mit zu sagen. Wird ja eh abgebaut. Also dann, ich hoffe, das Video war wieder mal informativ. Hat euch gefallen? Wenn, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren natürlich. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis dahin, euer YouTuber Lars. Ciao.